Willkommen zurück zu Inbetween. Und ich glaube, ich habe den Trick rausgefunden. Ich muss hier hoch. Aber irgendwie weiß ich dann auch nicht ganz. Also ich schaff's entweder hier viel zu kurz zu springen, wie ihr seht. Oder wenn ich, naja gut, wenn ich gar nichts mache, dann fliege ich nach oben, das ist klar. Oder halt eben nicht weit genug zu, also bitte, nicht weit genug zu kommen, oder keine Ahnung, ich hab's gerade ein paar Mal versucht. Hä? Warum hat das jetzt, was? Hä? Warum? Hä? Ich war gerade total hoch und bin trotzdem nicht in dem grünen Feld nach unten gekommen. Und beim letzten Mal bin ich viel flacher reingekommen und trotzdem unten an die Stacheln angeknallt. Hä? Das verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Da kann ich einfach so durch, ne? Ja. Ist das so gedacht? Ich weiß es nicht. Bestimmt ist das so gedacht, oder? Das hier bestimmt auch. Ja, ja. Natürlich. Das muss so gedacht sein. Sonst könnte ich es ja nicht tun. Wow! Dunkelheit! Läuft die Zeit rückwärts, nur weil ich das hoffe? Die Metastasen wachsen. Und sie werden mich töten. Dunkelheit weiche, wollte ich gerade sagen. Hier hin, dahin, da runter und dann da hoch. Gut. Soweit so klar. Nur da ist der Schalter. Ah! Ups, da war ein Stachel. Ich wollte gerade ein bisschen schneller sein wegen der Dunkelheit, die auf mich zukommt. Ja, ja, das ist hier bestimmt so gedacht. Mhm. Da bin ich mir sicher. Das muss so sein. Das ist kein Trick oder so oder Glitch. Nee, nee, das muss so. Okay, das heißt, diese Teile bleiben auch eine gewisse Zeit lang offen da oben mit dem roten Schalter. Interessant. George und Mariah. Sie heirateten und machten einen Haufen Geld. Keine Kinder. Warum ich? Warum nicht sie? Mülleimer. Vater wollte für die Writers School nicht zahlen. Also wurde ich Schlussredakteur bei einer Zeitung, anstatt Schriftsteller. Immer noch besser als Buchhalter. Obwohl. Ein Buchhalter ist doch jemand, der in einer Bibliothek arbeitet, oder? Hä? Was ist das jetzt? Ich kann die Zeit vorspulen, ich kann die Zeit zurückspulen. Ich gehe mal zurück. Ich gehe mal an Anfang des Arbeitstags. Moment, was? Nein, ich gehe gerade nach vorne. Warum geht es nach vorne, wenn ich nach links drücke? Achso, es geht immer nach vorne, egal was ich drücke. Ah, okay. Okay, kann ich irgendwie aufstehen? Irgendwie zurück? Keine Ahnung. Oh, jetzt fängt es wieder von vorne an. Hilfe. Ja, keine Ahnung, was kann ich hier tun? Ich weiß es nicht. Ich spule einfach mal vor und dann schauen wir, was passiert. Macht er nie Pausen? Mal aufs Klo oder so? Geht doch. Hey, was ist jetzt passiert? Als ich die Diagnose bekam, kündigten sie mir. Von dem Abgang reden sie wahrscheinlich heute noch. Er hat wohl den Computer zerstört, hm? So wie das aussieht. Ah, und Zorn ist dann wohl die zweite Phase des mit dem Todesumgehen. Diese Wut ist furchtbar. Mein Vater ist nie ausgerastet.
als würde man in die Sonne springen und an ihrer Hitze zerschellen. Okay. Ein neuer Gegnertyp, wie es scheint. Diese Party. Ich war 17 und meine Eltern übers Wochenende weg. Sie kamen viel zu früh zurück. Die Wohnung, ein Schlachtfeld. Einige von uns ziemlich betrunken. Er hat sie alle nach Hause gefahren und dann aufgeräumt. Kein lautes Wort. Nichts. Das war das Schlimmste. Ja, die guten alten Partys zu Hause, wenn die Eltern nicht da sind. Und natürlich kommen sie immer zu früh zurück. Es muss einen Weg geben, die Wut zu beherrschen. Oder sie zu umgehen. Die Wut sieht so aus wie Blasen. Vielleicht kann ich hier platzen lassen, dachte ich gerade. Aber nein, das funktioniert wohl nicht. So, wo kann ich denn hier sicher hin? Ich könnte da nach links. Yep. Wow. Achso, nee, hier kann ich natürlich hin. Natürlich. Unsinn. Was rede ich denn? Jetzt muss ich hier nur einmal Plätze tauschen mit diesen Stachelteilen. Wow, was ist das? Was tun die denn da? Diese Blase. Ah, oh, Blind Jump mit Stacheln am Ende. Was soll das? Spiel, zeig mir meine Gefahren, auf die ich eingehen muss. Niemand mag Blind Jumps. Niemand. Verfolgt mich die Blase oder bilde ich mir das gerade ein? Nein, die verfolgt mich. Na dann komm mal her. Ach, manchmal komm schon. Habe ich das Gefühl, dass sie mich verfolgt. Einholt, was ich auch versuche. Das Gefühl habe ich auch. Jetzt kommen wir hier rüber. Und dann gehst du mal noch hier runter. Sehr schön. Und jetzt gehe ich hier rüber. So. Das war ja einfach. Ach so, die folgt mir natürlich dann immer noch, ne? Moment. Hier so durch. Genau. Wunderbärchen. Ich glaube, dieses Element verstehe ich langsam. Was? 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 Kann ich da durchlaufen einfach? Yep. Und das ist so rot wie die Wut. Vielleicht hält es ja die Wut auf. Na? Na? Nein, natürlich nicht. Würdest du bitte... Ach so, Moment. Was? Hm. Da muss ich nochmal nachdenken. Ich muss den Block irgendwie... Ach so, natürlich, ich kann die Gravitation frei drehen, solange ich hier unten bin. Und zwar will ich erstmal nach rechts, dann runter, dann nach rechts ein bisschen Schwung holen und dann habe ich es verkackt. Also nochmal nach rechts, runter, mehr Schwung holen. Okay. Nochmal nach rechts, runter, nochmal Schwung holen. Das war zu viel. Ich habe das Gefühl, das muss man teilweise sehr pixelgenau machen oder framegenau in diesem Spiel. Oder auf wenige Frames genau. Bin ich ehrlich gesagt nicht so der Freund von. Reicht das? Achso, ja, nach unten. Sehr schön. Immerhin, eine Sache geschafft. Wie geht's weiter? Ah! So geht's weiter. alles gut, nichts passiert. Mir geht's gut. Achso. Der muss natürlich nach rechts, ne? Hä? Okay. Das ist mir jetzt nicht ganz klar, was ich da tun muss. Aber hier weiß ich es wieder. Ich muss da vorbei. So, also, wenn ich jetzt hier hingehe, dann kommt da so ein Teil.
Das würde ich gerne nach oben. Und dann ein bisschen nach rechts. Und dann noch ein bisschen nach rechts. Und schon komme ich hier runter. Jetzt habe ich allerdings ein Problem. Nämlich, ich komme hier nicht mehr raus. Yay! Das ist ja dämlich. Wie komme ich denn da hoch? Wie kriege ich denn das da oben auf? Was passiert, wenn ich hier drauf gehe? Dann geht das hier unten auf. So. Und wenn ich da unten bin, geht das da oben auf, oder wie? Ja, aber... verstehe ich nicht. Ich probiere das Ganze nochmal. Mit ein bisschen mehr Abstand von der Wut. So, einmal hoch, rechts und Unsinn. Und hoch und rechts und... das mal so. Ja, aber wie... Ach so, ja natürlich. Ich hab den ja noch da oben. Ah, alles klar. Ach so, mhm. Ich dachte, der Block wäre da fest auf dem Schalter. Ich werfe Linda Klammern nicht vor, dass sie mich überleben wird. Sie merkt es und sagt nichts. Aber sie leidet. Ah! War es das, was ich ihr versprochen habe, als ich sie bat, mich zu heiraten? Und natürlich war am Ende dieses langen Ganges mal wieder... Ah! Am Ende des Blindschirms eine Portion Stacheln. Linda ist seine Frau, hm? So, was haben wir hier? Das da macht dieses linke Tor auf. Da ist das mittlere und da ist das hintere. Okay, warte mal. Ich glaube, ich muss hier öffnen. Dann brauche ich einen Block. Wie komme ich jetzt an dem vorbei? Vielleicht so? Yep, nein, da tötet er mich natürlich. Ich bin so schwach, ich will die Blöcke hochheben. Moment, kriege ich das nicht irgendwie hin? So, dann hier runter. Okay, so nicht. Netter Versuch. Hat, glaube ich, Potenzial, das Ganze auszubauen. Aber so direkt funktioniert es leider nicht. Da war ich zu schnell. So müsste das funktionieren, ne? Genau, jetzt kann ich nämlich hier hin. Was? Der Block verschwindet durch die Wut. Nein! Das ist ja gemein. Was soll das denn? Ich kann ja einfach direkt selber hier runter. Nun gut, was tue ich jetzt? Ich glaube, ich möchte... Ah, das war zu früh. Ich möchte hoch und ich möchte den Block wieder auf denselben Schalter bringen. So, jetzt nämlich. Jetzt kann ich nämlich hier hoch. Ach, ich komme da gar nicht... Hä? Kann ich denn? Das würde ich jetzt mal ausprobieren. Kann ich denn nicht die Gravitation da oben entsprechend drehen, wenn ich hier drin bin? Nein. Ich kann hier nicht drehen. Seltsamerweise. Nach unten und oben. Das heißt dann wohl, der Block muss hier unten bleiben. Und mir die beiden nacheinander aufmachen. Und ich muss mir oben das erste selber öffnen. Okay. Immerhin habe ich jetzt schon mal einen Plan, was ich tun will. So, einmal hier runter bitte. Ich glaube, rechts, links ist besser, weil... Ach so, warte mal. Nee. Wie mache ich das denn?
ich mach das so. Nee, das ist doch Unsinn. Da geht er doch kaputt. Wie kriege ich das hin? Ach, natürlich, dafür ist die kleine Plattform da. Aha. Na gut. Das hier dauert mir gerade ein bisschen zu lang für die Folge. Ich glaube, ich werde das... Hä, was? Ah, guck mal. Okay, ich nehme alles zurück. Man kann hier ja speichern. Mit den Checkpoints, sobald man die Box hat. Ah, okay. Damit ist noch nicht alles verloren. Was tue ich jetzt? Ich möchte bitte kurz warten, bis die Wut wieder weg ist. Dann gehe ich rechts, öffne hier unten und sterbe. Kein guter Plan. Okay, nochmal von vorne. Nochmal von... okay, das war auch Unsinn. Einmal sterben, bitte. Den Block hätte ich dann noch gerne wieder. So. Jetzt. Nein. Unsinn. Ah, wie funktioniert das? So könnte das funktionieren, genau. Aber ich muss dann nach oben natürlich und nicht nach unten. Also jetzt hier so rüber und dann hoch, genau. So habe ich es doch vorhin, glaube ich, auch gemacht, ne? So, jetzt kann ich nämlich runter. Und dann kann ich hier fast durch. Okay. Das scheint zu funktionieren. Nein! Da habe ich mich verdrückt. Okay, letzter Versuch für heute. So viel dazu. Na komm, letzter Versuch für heute. Das klappt doch jetzt. Ich weiß doch jetzt, wie das geht. Komm schon. Hä? War ich jetzt tot? Was? Na okay. So, so bin ich natürlich auch sicher. Andererseits ist da natürlich dann der mittlere nicht mehr wirklich gut gedrückt. Nee, so wird das nichts. Ich muss schon hier unten anfangen. Ich muss hier unten anfangen. Das war Blödsinn. Nee, ach komm, das wird heute nichts mehr. Ich krieg das gerade nicht mehr hin. Ich versuche das nächstes Mal. Komm, jetzt ein allerletztes Mal. Das kann's ja nicht sein. Das kann ja nicht so schwer sein. So, jetzt das mittlere ist offen, jetzt mache ich das linke auf, jetzt mache ich das rechte auf und... siehste, funktioniert doch. Alles lächeln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal werde ich mich diesem tollen Level widmen, in dem ich immerhin schon einmal gestorben bin. Nämlich jetzt. Hihi. Zweimal. Bis dahin. Tschüss.